Eigentlich hatte ich dieses Jahr für Hanami super viel geplant und vorbereitet. Ich habe super viele Locations in Stuttgart rausgesucht, wo man Sakura finden kann. Und ich habe eigentlich auch ganz viel Zeugs bestellt, um Sakura-Mochi und sonstige Sakura-Deckereien zu machen. Und ja, irgendwie sollte so gar nichts davon klappen. Als die Kirschblüten in voller Blüte standen und das Wetter richtig gut war, lag ich zu Hause im Bett mit Covid und konnte die Gelegenheit nicht nutzen. Und jetzt, halt ein paar Tage später, haben wir Schnee und die Kirschblüten haben das nicht ganz so gut überlebt und sind halt schon meist, also die meisten verblüht. Und mein Paket aus Japan mit den ganzen Mochi-Sachen ist auch noch nicht angekommen. Ja, aber wir versuchen heute trotzdem das Beste daraus zu machen. Und ich habe trotzdem ein paar Sakura-Sachen gekauft und vorbereitet. Ich habe so auch das Sheet vergessen, damit wir uns hier irgendwo hinsetzen können bei all dem nassen Gras und Schnee. Ja, aber egal, wir versuchen trotzdem das Beste daraus zu machen. Einfach die Sakura im Schnee zu genießen und unser leckeres Essen zu essen. Wir sind jetzt übrigens im Japangarten in Stuttgart. Eigentlich ist es eine ziemlich gute Location für Hanami. Man hat nämlich hier einige Kirschbäume und direkt vor diesem Garten auch eine Wiese, wo man sich hinsetzen kann, wenn das Wetter gut ist. Der Japangarten an sich ist ein bisschen sehr klein und leider halt auch hat er ein bisschen Graffiti abbekommen oder Kritzeleien, kann man das wahrscheinlich eher nennen. Trotzdem für Hanami, wenn das Wetter richtig gut ist, ist das, glaube ich, wirklich wunderschön hier. Zum Intro vielleicht schon gesehen, ich habe hier einmal Sakura-Kekse. Ich habe zwar vergessen, die Kirschblüten vor dem Backen in Wasser einzulegen, dass sie nicht ganz so salzig sind, deswegen bin ich gleich mal gespannt, wie das schmeckt. Dann habe ich hier einmal, das sind Cracker, die ich aus der Peko Peko Box noch habe. Die dachte ich, passen eigentlich auch ganz gut zum Hanami. Dann haben wir diverse Mochi, dann einen Momo. Pfirsich-Cider, also kein Alkohol, sondern Cider ist in Japan oft einfach Brause im Endeffekt. Eine Sakura-Cola, also eigentlich auch eine Sakura-Limo, würde ich sagen, aber es heißt Sakura-Cola. Und sie ist super cute und das Design ist einfach super niedlich. Dann habe ich hier eine Trinkflasche, in der habe ich Sakura-Tee gemacht. Und hier drin sind Sakura-Onigiri, die ich selbst gemacht habe. Und das sind die ersten Onigiri in meinem Leben, die wirklich mal sehr gute Onigiri-Konsistenz haben. Sehr gut. Sehr gut. Und das essen wir jetzt. Und hier sehen Sie Onigiri, die ganz gut überlebt haben. Bisschen eingequetscht und sieht ein bisschen witzig aus jetzt, aber die haben eine ziemlich gute Konsistenz und sind sehr lecker. Nice. Ich lobe mich ungern selbst, aber und jetzt bin ich gespannt, weil wie gesagt, ich habe vergessen, die vorher einzulegen, dass sie nicht ganz so salzig sind. Das wird schon voll komisch.
Mhm. Es ist super salzig. Dün, dün, dün. Aber der Kekse ist lecker. Das ist jetzt der Sakura-Tee. Ich bin mal gespannt. Der ist schon eine Weile drin und ich hoffe nicht, dass der ja stärker wird vom Geschmack, je länger er hier drin ist. Also die Teebeutel habe ich rausgemacht, aber so ein manchmal, wenn grüner Tee steht, wird er halt nicht ganz so lecker. Also ist grüner Tee mit Sakura drin und es riecht auf jeden Fall sehr nach Sakura. Ich guck mal, wie es schmeckt. Wow, ist erstaunlich warm geblieben. Ich habe erstaunlich wenig geschmeckt, weil ich immer noch so viel Salz von dem Keks im Mund habe. Das ist halt ein Grüntee, das Sakura, also die rieche ich, aber ich schmecke sie nicht unbedingt. Aber ist auf jeden Fall lecker. Hier haben wir jetzt einmal Momomochi, also wieder Pfirsich. Und dann noch hier die nicht einzeln verpackten sind Sakura Mochi. Ich hatte von genau dem gleichen, also von der gleichen Marke oder wie man es nennen mag, schon mal Yuzu Mochi. Die waren super, super lecker. Ich bin gespannt, wie die schmecken werden. Die schmecken auf jeden Fall sehr, sehr gut nach Sakura. Guckt hier, so sehen die aus. Das ist wie der Schnee, der hier überall runterfällt. Der Matsch. Und das ist jetzt eins von diesen Pfirsich-Mochi. Die sehen sehr artificial aus, also sehr künstlich von der Farbe her. Übrigens, alle Sachen, die ich jetzt habe, also die ich jetzt hier gekauft habe, sind von Nanuko. Die haben halt in ein paar Tagen geliefert. Ich habe wie letztes Jahr auch wieder was bei Anything from Japan bestellt, aber ja, das kommt vielleicht Anfang Mai an. Es schmeckt nach Pfirsich, nach künstlichem Pfirsich, aber es ist lecker, aber es ist sehr künstlich. Ich hoffe, sie ist nicht kaputt. Wir sind jetzt nochmal nach Ludwigsburg gefahren, denn hier bei der Bärenwiese gibt es auch noch eine japanische Zierkirsche, die ich letztes Jahr schon entdeckt habe. Und ich habe etwas sehr, sehr Positives entdeckt. Diese Zierkirsche scheint noch nicht geblüht zu haben. Das heißt, wenn es jetzt demnächst noch mehr wärmer wird, hätte ich hier nochmal die Chance, in ein paar Wochen vielleicht Hanami zu machen mit richtigen, schönen Blüten, in der vollen Blüte und so. Also den Spot hier merke ich mir auf jeden Fall. Hier komme ich in ein paar Wochen nochmal her. Da, könnt ihr es sehen? Sie haben noch nicht geblüht. Die Blüten sind noch da drin. Yay! Es ist hier aber sehr viel kälter als in Stuttgart eben. Da sind wir gar nicht so weit gefahren. Ich glaube, nur 20 Minuten. Ja, deswegen trinke ich jetzt noch ein bisschen Tee, weil es ist sehr kalt. Du zitterst richtig. Mhm. Vielleicht sollte ich auch einfach meinen Schal ummachen, meine Mütze aufsetzen und meine Jacke richtig zumachen. Das hier sind die Peko Peko Cracker. Da ist noch einer drin. Und da gibt es auch einen Sakura Cracker. Aber nur einen. Den teilen wir uns jetzt. Kalt! Also ich habe einmal so Sakura Senbei Cracker in Japan gegessen und ich glaube, die schmecken ziemlich genauso wie diese, aber ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass das nach Sakura schmeckt, aber es schmeckt ganz lecker. Ich probiere. Ja, probiere. Schmeckt nach japanischem Cracker. Ja. Ich glaube, am krassesten waren die Sakura Mochi. Boah, die waren geil. Die waren richtig gut. Die Onigiri, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gemeint, die sind mir diesmal sehr gut gelungen und ich fand der leichte Twist mit der Sakura-Kirsche, die leicht salzig war, war sehr gut. Das war auch sehr gut, ja. Bei den Keksen war es okay. Wenn ich die halt vorher eingeweicht hätte, dann wären die Kekse nochmal sehr viel besser gewesen. Übrigens kann ich euch keine Rezepte zu all dem geben, weil ich google einfach ganz viel und habe dann immer mehrere Rezepte und dann improvisiere ich einfach mit dem, was ich zu Hause habe und deswegen gibt es keine Rezepte. Tut mir leid. Ja, ich glaube, wir werden jetzt einfach nach Hause fahren, weil es ist ganz schön kalt hier. Und hier gibt es nichts zu sehen, deswegen. Hallo. Tschüss. Tschüss.